Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Wir haben Montag, den 10. Januar und wir sind auf dem Weg nach Stockheim. Dort machen wir eine Übergabe und zwar übergibt uns jemand diese kleine Meise. Wir werden es später sehen. Die Meise hat eine Flügelverletzung, also an einem Flügel fehlen sehr viele Federn. Der Stoß fehlt, also die Schwanzfedern. Und ein Bein ist nicht funktionsfähig. Das sieht jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht gebrochen aus. Ich habe aber noch keine Einschätzung vom Tierarzt, beziehungsweise der hat sie schon eingeschätzt. Ich weiß aber noch nicht, was bei rauskam. Wir hoffen, dass sie wieder wird. Problem war hier, dass der Finder die Meise jetzt schon 2 bis 4 Tage, so ganz genau wissen wir es nicht, hatte und ist dann zu einer Kollegin gegangen. Also das ist im Nachbarlandkreis, die eben auch Vögel aufpäppelt. Allerdings hatte die keinen Platz mehr und wollte eben zu uns vermitteln. Er hat dann gemeint, ja, er meldet sich und ist wieder gegangen, wollte auch keine Daten hinterlassen. Also er wusste eigentlich, er macht jetzt gerade irgendwas nicht richtig, darum, ja, wir machen ihm jetzt keine Vorwürfe. Er hat sich am Ende dafür entschieden, den Vogel zu uns zu bringen. Zwar erst später, er wollte ihn nicht behalten, weil er, warum auch immer, sondern er wollte, dass es dem Vogel gut geht und er dachte, er könnte dem Vogel helfen. Das ist aber das Problem, dass man als Laie eben einfach sich damit nicht auskennt. Bei einer Meise ist es recht einfach eigentlich. Da kann man sich informieren, was frisst eine Meise, was braucht eine Meise. Er hat allerdings den Fehler gemacht. Er hat ihr am Anfang Hackfleisch gegeben. Da konnte die Kollegin, bei der er am Anfang war, ihn aber sofort von abbringen. Das hat er dann gelassen. Ein Glück. Wie wir jetzt aber hier gleich sehen, die Meise ist innerhalb von 2 Minuten gleich ans Futter gegangen. Das ist Aufbaufutter. Von Welzhof in dem Fall für Jungvögel und ihre Eltern heißt das Ganze. Das ist eigentlich immer ganz gut, das frisst eigentlich jeder Vogel, das ist voll praktisch. Und das ist ein Meisenknödel von Dena, die ohne Netz. Einfach ein bisschen klein gemacht und das ist einfach so ein Deckelchen von einer Flasche. Und das daneben ist auch ein Flaschendeckel mit Wasser. Und die ist sofort an das Futter rangegangen. Die war schon so ein bisschen zutraulich, weil bei Meisen ist es so, die brauchen ihresgleichen. Wenn sie das nicht haben, dann gewöhnen die sich schon an den Menschen, weil sie sonst, ja, man, wie erklärt man es am besten? Wenn man irgendwo gefangen ist und gerne seine Freunde um sich hätte, aber da nur einen hat, den man nicht kennt, dann freundet man sich auch mit dem an, so ungefähr. Das ist für die Meise aber nicht artgerecht. Darum, die muss schnell wieder unter ihresgleichen. Heißt, die kommt irgendwann zu anderen Vögeln noch. Jetzt aber die nächste Woche wahrscheinlich erstmal nicht. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was mit dem Bein wird, was generell mit der Meise wird, ob man die wieder hinkriegen, was der Tierarzt sagt. Auf jeden Fall, warum ich in dem Video so viel rede, wenn ihr eine Meise gefunden habt oder irgendeinen Vogel gefunden habt und ihr wollt, dass es dem Vogel gut geht, sucht euch fachkundige Hilfe, fragt nach. Vielleicht sagen die auch her, wenn ihr euch das zutraut. Wir sagen euch, wie ihr diesen Vogel aufziehen könnt. Oder der Vogel braucht auf jeden Fall andere, gebt ihn bitte ab. Das ist von Vogel zu Vogel verschieden. Auch Rabenvögel sind sehr intelligent und die können sich sehr schnell an den Menschen gewöhnen. Das ist ganz blöd, vor allem wenn man die als Jungvogel eben von Hand aufzieht. Ja, so viel dazu. Die Meise kam jetzt zu uns, wurde dann erstmal kurz in der Wohnung von uns untersucht, weil der Tierarzt aktuell noch einen Notfall hatte und wir dann noch nicht bei ihm vorstellig werden konnten. Also haben wir uns die Meise erstmal angeguckt. Die Geschichte war, die wurde gefunden, die ist durch den Schnee gelaufen, hat sich unterm Auto versteckt und ließ sich einsammeln. Der Finder hat auch gemeint, eventuell ist eine Katze da. Bei einer Katze ist wichtig, es muss Antibiotikum gegeben werden, das in den ersten 24 Stunden. Die sind schon lange vorbei. Mit anderen Worten, wenn die von der Katze gebissen werden würde, könnte sein, dass sie jetzt schon nicht mehr leben würde. Also gehe ich mal davon aus, wenn es eine Katze war, die fehlenden Federn sprechen dafür eigentlich, dass die Katze den Vogel hatte, Federn ausgerissen hat und der Vogel sogenannte Schockmauser durchgeführt hat. Also die Federn abgeworfen hat. Kann man sich ein bisschen so vorstellen wie bei einer Eidechse, die den Schwanz abwirft. Jetzt hoffen wir, dass die eben wieder wachsen, aber das wird Monate dauern. Also der wird bestimmt bis Sommer bei uns bleiben. Da habe ich jetzt getastet, ob sich das Gelenk, wie sich das Flügelgelenk anfühlt. Die Flügel kann man so ein bisschen aufziehen, da sieht man, ob die okay sind. Der eine sah auf jeden Fall okay aus, beim anderen war es echt schwer. Du bist ganz lieb. Weil so eine recht federlose Meise, beziehungsweise so einen federlosen Vogel hatte ich noch nicht. Da fehlt mir die Expertise einfach dazu. Aber für gewöhnlich, wenn der Vogel Schmerzen hat und ich fasse da das Gelenk an, dann schreit der wirklich. Das hat man bei einem Sperber mal, also das tut einem wirklich richtig weh, dann, wenn man das hört.
Und das war bei ihm jetzt gar nicht so. Also ich sage bei ihm, weil ich glaube, es ist ein Kohlmeisenmännchen. Du bist schön fit. Korrigiert mich, wenn nicht, aber der Strich am Bauch, der sagt mir, das ist ein Männchen. Ja, jedenfalls, jetzt ist er beim Tierarzt. Und dann gibt es bald ein Update. Vielleicht schreibe ich es auch gleich hier rein, wenn ich jetzt vorm fertigen Schneiden schon was weiß. Dann gucken wir mal, ob es schafft. Apropos schaffen, hier noch eine schlechte Nachricht, beziehungsweise mal ein Bild. Das ist eine Amsel mit einem Autounfall. Da ist das Augenlid kaputt und die hatte innere Verletzungen, eventuell auch an der Wirbelsäule. Die ist dann leider ein, zwei Tage später bei unserem Tierarzt gestorben. Schade, war aber auch den Fall. Dann hier eine gute Nachricht. Das ist ein Stieglitz oder ein Distelfink. Der hatte eine Verletzung unterm Flügel. Der ist jetzt, glaube ich, seit 2 Wochen bei uns bald. Und dem geht's richtig gut. Der kann bald in die Ausbildungsvoliere. Der wurde uns auch gebraucht. Der kam lustigerweise aus der Gegend, wo die Meise herkam. Und lasst euch nicht von der Kiste wundern, die war nur für einen kurzen Transport gedacht. Ja, danke fürs Zuschauen. Drückt der Meise die Daumen. Und dem Distelfink natürlich auch, aber der kam wieder raus. Das soll kein Problem geben. Und bis zum nächsten Mal.